I made it to the stars, ready to go far, I'm start walking. Der antike Übungsraum zeugte davon, dass Patrin ihn regelmäßig benutzt hatte. Er hatte den Waffencode der Automaten auf eine Weise verändert, die Tag erkannte. Die Zeitnehmer zeugten von schweißtreibenden Stunden und komplizierten Übungen. Die Kugel erklärte jene Fähigkeiten, die Tag an Patrin stets bemerkenswert gefunden hatte. Hier hatte sich ein Naturtalent den letzten Schliff gegeben. Die Automaten der Nichtkugel waren etwas anderes. Die meisten bewiesen, dass ihre Besitzer sich wenig um das Verbot derartiger Anlagen geschert hatten. Aber mehr noch. Manche waren so umfunktioniert worden, dass sie die Übelkeit erregenden Geschichten, die man sich über die Harkonnen erzählte, geradezu bestätigten. Schmerz als Genuss. Diese Dinge erklärten die unbeugsamen Moralvorstellungen, die Patrin von Gamu mitgebracht hatte, auf ihre eigene Weise. Der Abscheu erschuf seine eigene Verhaltensweise. Duncan nahm einen großen Schluck aus seinem Becher und sah Tech über den Rand des Gefäßes hinweg an. Warum bist du allein hier heruntergekommen, obwohl ich dich bat, die letzte Übungsrunde abzuschließen? fragte Tech. Die Übungen waren sinnlos. Duncan stellte sein Becher ab. Nun, Tarasa, du hast dich geirrt, dachte Tech. Er ist jetzt schon auf völlige Unabhängigkeit aus. Früher, als du vorhergesagt hast. Des Weiteren sprach Duncan ihn nicht mehr mit Sir an. Du zeigst ungehorsam. Das ist es nicht. Was ist es dann? Ich muss wissen. Du wirst mich nicht mehr besonders mögen, wenn du Bescheid weißt. Duncan sah überrascht auf. Sir? Ah, er sagt wieder Sir. Ich habe dich darauf vorbereitet, gewisse Arten äußerst starker Schmerzen auszuhalten, sagte Tech. Es ist notwendig, bevor wir dir deine ursprünglichen Erinnerungen zurückgeben können. Schmerzen, Sir? Wir kennen keine andere Methode, den ursprünglichen Dank in Idaho zurückzubringen. Jenen, der starb. Sir, wenn Sie das können, werde ich Ihnen nur dankbar sein. Das sagst du jetzt. Aber es kann gut möglich sein, dass du in mir dann nichts anderes mehr siehst als eine der Peitschen in den Händen jener, die dich ins Leben zurückgerufen haben. Ist es nicht besser, wenn man Bescheid weiß, Sir? Tag presste den Handrücken gegen seinen Mund. Falls du mich dann hast, ich könnte nicht sagen, dass ich es dir übel nehmen würde. Sir, wenn Sie an meiner Stelle wären, würden Sie dann genauso fühlen? ins Haltung, der Ton seiner Stimme, sein Gesichtsausdruck, all das zeigte bebende Verwirrung. Soweit, so gut, dachte Tag. Die Vorgehensweise war mit einer Präzision in Angriff genommen worden, die verlangte, dass man jede Reaktion des Golas mit außerordentlicher Sorgfalt interpretierte. Duncan war nun von Ungewissheit erfüllt. Er wollte etwas und gleichzeitig fürchtete er es. »Ich bin lediglich dein Lehrer, nicht dein Vater«, sagte Tech. Duncan zuckte vor dem rauen Tonfall zusammen. »Sind Sie nicht mein Freund?« »Das ist eine zweischneidige Sache.« der Original Danken wird sich diese Frage selbst beantworten müssen. Auf Dankens Augen legte sich ein Schleier. Werde ich mich an diesen Ort, an die Festung, an Shuang-Yu erinnern, an alles? Du wirst eine Zeit lang einer Art Doppelerinnerung ausgesetzt sein, aber du wirst dich an alles erinnern. Ein zynischer Ausdruck legte sich auf das junge Gesicht, aber als Danken sprach, klang er verbittert. Also werden Sie und ich zu Genossen werden. Indem Tag die Kommandostimme eines Baschars einsetzte, folgte er genauestens den Wiedererweckungsvorschriften. Ich bin nicht sonderlich darauf aus, dein Genosse zu werden. Er musterte Dank ins Gesicht mit einem forschenden Blick. Aus dir könnte eines Tages ein Baschar werden. Ich schließe nicht aus, dass du das Zeug dazu hast, aber bis dahin werde ich längst tot sein. Sie verbrüdern sich nur mit Baschars? Patrin war mein Genosse, obwohl er nie über die Position eines Zugführers hinauskam. Duncan schaute in seinen leeren Becher, dann sah er Teck an. Warum haben Sie sich nichts zu trinken bestellt? Sie haben dort oben doch auch hart gearbeitet. So fragt man Leute aus. Es brachte nichts ein, wenn man seine Jugend unterschätzte. Er wusste, dass die gemeinsame Einnahme von Speisen zu den ältesten Ritualen der Verbrüderung gehörte. Der Geruch deines Getränks war genug, sagte Tag. Alte Erinnerungen. Ich brauche sie im Augenblick nicht. Warum sind Sie dann heruntergekommen? Da war es wieder. Die junge Stimme offenbarte es: Hoffnung und Furcht. Er wollte, dass Tag etwas Bestimmtes sagte. Ich wollte den Versuch machen, einmal abzumessen, wie weit die Übungen dich schon gebracht haben, sagte Tag. Deswegen musste ich herunterkommen und dich ansehen. Warum so vorsichtig? Hoffnung und Furcht. Es war an der Zeit, den Brennpunkt genauestens zu verlagern. Ich habe noch nie einen Gola ausgebildet. Gola. Das Wort hing mitten in der Luft zwischen ihnen. Es haftete an den Kochdünsten, die die Filter der Kugel der Atmosphäre noch nicht entzogen hatten. Gola. Es wurde verschärft vom Gewürzaroma aus Duncans leerem Becher. Duncan beugte sich wortlos vor. Sein Ausdruck wirkte begierig. Tag fiel Lucillas Beobachtung ein. Er weiß, wie man mit dem Schweigen umgeht. Als es offensichtlich wurde, dass Tech keine weiteren Ausführungen dazu machen würde, lehnte Duncan sich mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck zurück. Sein linker Mundwinkel zog sich nach unten. Er wirkte düster und verbittert. Alles verlagerte sich nach innen, so wie es sein musste. Du bist nicht hier heruntergekommen, um allein zu sein sagte Tech. Du bist hier, um dich zu verstecken. Du versteckst dich immer noch hier, und du glaubst, niemand wird dich je finden. Duncan legte die Hand vor den Mund. Es war das Signal, auf das Tech gewartet hatte. Die Instruktionen für diesen Moment waren klar. Der Gola möchte seine ursprünglichen Erinnerungen zurückhaben. Gleichzeitig fürchtete er sich davor. Das ist die Hauptbarriere, die du durchbrechen musst. Nimm die Hand vom Mund, befahl Tag. Duncan ließ die Hand fallen, als hätte er sie sich verbrannt. Er starrte Tag an wie ein in die Falle gegangenes Tier. Sprich die Wahrheit, sagten Tags Instruktionen. In diesem Augenblick wird der Gola mit all seinen Sinnen in dein Herz blicken. Ich möchte, dass du Folgendes weißt, sagte Tag. Ich verabscheue das, was die Schwesternschaft mir in Bezug auf dich aufgetragen hat. Duncan schien sich in sich selbst zu verkriechen. Was hat man ihnen befohlen? Die Fähigkeiten, die ich dir vermitteln sollte, sind mangelhaft. M -m mangelhaft? Ein Teil davon war deine charakterliche Bildung. In dieser Hinsicht haben wir dich auf die Ebene eines Regimentskommandeurs gebracht. Mehr als Patrin? Warum musst du mehr sein als Patrin? War er nicht ihr Kamerad? Ja. Sie sagten, er sei nie mehr geworden als Zugführer. Petrin war durchaus in der Lage, das Kommando über eine ganze Multiplaneteneinheit zu übernehmen. Er war ein taktischer Zauberer, dessen Weisheit mir bei vielen Gelegenheiten dienstbar war. Aber Sie sagten, er sei nie, er hat es so gewollt. Der niedrige Rang verlieh ihm den Allerweltscharakter, der uns beiden sehr oft nützlich war. Regimentskommandeur. Dankens Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Er starrte auf die Tischplatte. Du hast das intellektuelle Verständnis, das man für diese Funktion braucht. Du bist zwar ein wenig ungestüm, aber das glättet gewöhnlich die Erfahrung. Wie du die Waffen einsetzt, ist ungewöhnlich für dein Alter. Ohne Tag anzusehen, sagte Duncan. Wie alt bin ich, Sir? Wie die Instruktionen ihn gewarnt hatten. Der Gola wird sich an der zentralen Frage festbeißen. Wie alt bin ich? Wie alt ist dein Gola? Mit kalter und vorwurfsvoller Stimme sagte Tag: Wenn du dein Gola-Alter erfahren möchtest, warum fragst du nicht danach? Wie? Wie hoch ist dieses Alter, Sir? In der jugendlichen Stimme schwang ein solches Elend mit, dass Tag spürte, wie seine Augenwinkel sich mit Tränen füllten. Aber auch davor hatte man ihn gewarnt: Zeigen Sie nicht zu viel Anteilnahme. Take überspielte den Augenblick mit einem Räuspern. Dann sagte er: Das ist eine Frage, die du nur selbst beantworten kannst. Die Instruktionen waren völlig klar. Geben Sie die Frage zurück. Er muss sich seinem Innern zuwenden. Emotionaler Schmerz ist während dieses Prozesses ebenso wichtig wie der körperliche. Duncan fröstelte und gab einen tiefen Seufzer von sich. Er presste die Lieder aufeinander. Als Teg sich zu ihm an den Tisch gesetzt hatte, hatte er noch gedacht, ist es jetzt soweit? Wird er es jetzt tun? Aber Tags vorwurfsvoller Tonfall und seine verbalen Angriffe kamen völlig unerwartet. Und jetzt sprach er auch noch gönnerhaft: Er protegiert mich. Zynische Verärgerung machte sich in Duncan breit. Hielt Tag ihn für einen solchen Narren, dass er glaubte, ihn mit der gewöhnlichsten List hereinlegen zu können? Die Tonlage der Stimme und das Verhalten allein können den Willen eines anderen unterwerfen. Duncan witterte in dieser Gönnerhaftigkeit jedoch noch etwas anderes. Einen Kern aus Plastahl, der undurchdringlich war. Integrität. Absicht. Und Duncan hatte das Wasser in seinen Augen ebenso gesehen, wie die es verdeckende Geste. Er öffnete die Augen, sah Tech gerade heraus an und sagte, Ich möchte nicht respektlos, undankbar oder rüde wirken, Sir, aber ohne Antworten komme ich nicht weiter. Techs Instruktionen besagten, wenn der Gola nicht mehr weiter weiß, werden sie es erkennen. Kein Gola wird dies zu verbergen versuchen. Es ist wesentlich für ihre Psyche. Sie werden es an seiner Stimme und seiner Haltung erkennen. Duncan hatte den kritischen Punkt fast erreicht. Für Tech war Schweigen jetzt das Gebot der Stunde. Er musste Duncan zwingen, seine Fragen zu stellen. Er musste seinen eigenen Kurs einschlagen. Wussten Sie, dass ich einst mit dem Gedanken spielte, Schwang Yu zu töten? fragte Duncan. Tag öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne etwas gesagt zu haben. Schweigen. Aber der Junge meinte es ernst. Ich hatte Angst vor ihr, sagte Duncan. Und ich habe nicht gern Angst? Er senkte den Blick. Sie haben mir einmal erzählt, dass wir nur das hassen, was wirklich gefährlich für uns ist. Er wird näher kommen und sich zurückziehen, immer wieder. Warten Sie, bis er abstürzt. Sie hasse ich nicht, sagte Duncan und sah Tag wieder an. Ich habe mich zwar geärgert, als Sie mich als Gola bezeichneten, aber Lucilla hat recht. Man sollte sich über die Wahrheit nicht ärgern, auch wenn sie einem wehtut. Tag rieb sich die Lippen. Der Wunsch zu sprechen erfüllte ihn, aber es war noch zu früh. Überraschte Sie nicht, dass ich den Gedanken ins Auge fasste, Schwangju zu töten? Fragte Duncan. Tag blieb bewegungslos. Selbst wenn er den Kopf geschüttelt hätte, wäre dies eine Antwort gewesen. Ich hatte vor, ihr etwas in ein Getränk zu schütten, sagte Duncan. Aber so geht nur ein Feigling vor, und ein Feigling bin ich nicht. Was immer ich auch bin, jedenfalls bin ich kein Feigling. Tag schwieg. Er bewegte sich nicht. Ich glaube, Sie sorgen sich wirklich um das, was mit mir geschieht, Baschar, sagte Duncan. Aber Sie haben recht. Wir werden niemals Genossen sein. Wenn ich überlebe, werde ich noch da sein, wenn Sie nicht mehr sind. Und dann wird es zu spät für uns sein, Genossen zu werden. Sie haben die Wahrheit gesagt. Tack konnte nicht verhindern, dass er tief Luft holte und sich auf Mentatenart klarmachte, dass die Anzeichen der Stärke in Duncan unübersehbar waren. Irgendwann, vor kurzer Zeit, möglicherweise gerade hier und jetzt, hatte Duncan aufgehört, ein Jugendlicher zu sein. Er war ein Mann geworden. Diese Erkenntnis stimmte Tech traurig. Es ging so schnell, vom Kind zum Erwachsenen, ohne zwischendurch ein Heranwachsender zu sein. Lucilla kümmert es im Grunde kaum, was mit mir passiert, sagte Duncan. Sie führt lediglich die Befehle der Mutter oberen Tarasa aus. Noch nicht. Hielt Tag sich zurück. Er befeuchtete sich mit der Zunge die Lippen. Sie haben Lucillas Pläne hintertrieben, sagte Duncan. Was hat man ihr aufgetragen, mit mir zu tun? Der Augenblick war gekommen. Was glaubst du, soll sie tun? fragte Tag. Ich weiß es nicht. Der echte Duncan Idaho würde es wissen. Sie wissen es, warum sagen Sie es mir nicht? Ich soll nur dabei helfen, deine ursprünglichen Erinnerungen wieder hervorzuholen. Dann tun Sie es! Nur du kannst es wirklich tun. Ich weiß nicht wie! Tech beugte sich auf der Kante des Stuhls vor, aber er sagte nichts. Ist dies der Absturzpunkt? Irgendetwas an Duncans Verzweiflung schien ihm noch zu fehlen. Sie wissen, dass ich von den Lippen ablesen kann, Sir, sagte Duncan. Ich war einmal auf dem Aussichtsturm, und da sah ich Lucilla und Schwangju, die sich unter mir unterhielten. Schwangju sagte, kümmere dich nicht darum, dass er noch so jung ist. Du hast deine Befehle. In erneutem vorsichtigem Schweigen sah Teck Duncan ein. Das sah ihm ähnlich, heimlich in der Festung herumzuschleichen, zu spionieren, nach Wissen Ausschau zu halten. Selbst jetzt saß er in dieser Erinnerungshaltung da, ohne sich klarzumachen, dass er immer noch spionierte und suchte. Wenn auch auf andere Weise. Ich nahm nicht an, dass sie mich töten sollte, sagte Duncan. Aber Sie wissen, was sie tun sollte, weil Sie es verhindert haben. Duncan schlug mit der Faust auf die Tischplatte. Antworten Sie verdammt nochmal! Ah, der Punkt ist erreicht. Ich kann dir nur sagen, dass Ihre Absichten meine Befehle behindern. Therese hat mich persönlich abkommandiert, um dich zu stärken und dich vor Schäden zu bewahren. Aber Sie sagten, meine Ausbildung sei mangelhaft. Notwendigerweise. Und zwar deswegen, um dich auf deine Originalerinnerungen vorzubereiten. Was erwartet man von mir? Du weißt es schon. Ich weiß es nicht. Das sagte ich doch. Bitte, sagen Sie mir. Du weißt so viel über Dinge, die dich niemand gelehrt hat. Haben wir dir etwa ungehorsam beigebracht? Bitte helfen Sie mir. Es war ein verzweifeltes Jammern. Tech zwang sich zur eiskalten Zurückhaltung. Was bei der niederen Hölle glaubst du, tue ich? Duncan ballte die Hände zu Fäusten und schlug auf den Tisch. Sein Becher hüpfte. Er sah Tag an, dann legte sich ein seltsamer Ausdruck über sein Gesicht. In seinen Augen war etwas Tastendes. Wer sind Sie? fragte Duncan leise. Die Schlüsselfrage. Tags Stimme klang wie eine Peitsche, die auf ein schutzloses Opfer zuschnellte. Für wen hältst du mich? Dankens Züge wurden von einem Anflug höchster Verzweiflung entstellt. Er brachte nur ein keuchendes Gestotter hervor. Sie 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 ist. Duncan, hör auf mit diesem Unsinn. Tech sprang auf und sah mit zunehmender Verärgerung auf den Jungen hinab. Sie sind. Techs Rechte schoss in einem schnellen Bogen vor. Seine offene Handfläche klatschte gegen Dankens Wange. Wie kannst du es wagen, mir den Gehorsam zu verweigern? Seine Linke zuckte vor und traf die andere Wange Dankens. Du wagst es! Duncan reagierte so schnell, dass Tech eine ihn elektrisierende totale Schocksekunde erlebte. Diese Schnelligkeit. Obwohl Duncans Angriff mehrere Bewegungsphasen umfasste, erschien ihm alles wie ein verwaschenes Etwas. Ein Aufwärtssprung, beide Beine auf dem Stuhl, die Bewegung desselben und das Ausnutzen dieser Bewegung, um den rechten Arm auf Tags verletzliche Schulternerven niedersausen zu lassen. Aufgrund seiner antrainierten Instinkte warf Tech sich reaktionsschnell zur Seite und trat mit dem linken Bein über den Tisch hinweg nach Dankens Unterleib. Dennoch entkam er dem Angriff des Jungen nicht ganz. Die heruntersausende Handkante traf die Kniescheibe von Techs Bein und lähmte es gänzlich. Duncan fiel auf die Tischplatte und wollte trotz der ihn hindernden Schmerzen des Tritts zurückweichen. Tech riss sich zusammen, packte mit der linken die Tischkante und drosch mit der rechten auf Dankens Kreuz ein, das von den Übungen der letzten Tage – mit Vorbedacht geschwächt war. Duncan stöhnte auf, als der lähmende Schmerz seinen Leib durchzuckte. Jeder andere wäre jetzt bewegungsunfähig gewesen und hätte aufgeschrien. Aber Duncan stöhnte nur, während er sich vorwärts zog, um den Angriff fortzusetzen. Unerbittlich, dies war eine Notwendigkeit des Augenblicks, fuhr Tag damit fort, in seinem Opfer noch größeren Schmerz zu erzeugen. Und er sorgte dafür, dass Duncan stets im Moment der größten Agonie das Gesicht des Mannes sah, der auf ihn einschlug. Achten Sie auf seine Augen, warnten die Instruktionen. Und Belonda, die ihn auf die Prozedur vorbereitet hatte, hatte gesagt, sein Blick wird sie scheinbar durchdringen, aber er wird sie Leto nennen. Später war es Tag nicht sonderlich leicht gefallen, sich an jede entsprechende Einzelheit der Wiedererweckungsprozedur zu erinnern. Er wusste, dass es so funktionieren würde, wie man es ihm befohlen hatte, aber seine Gedanken waren anderswo gewesen. Er überließ es seinem Leib, die Befehle auszuführen. Seltsamerweise konzentrierte sich sein Erinnerungsvermögen jetzt auf einen anderen Akt des Ungehorsams. Er sah sich selbst inmitten der Zerbolrevolte. Er war in den mittleren Jahren gewesen, aber immerhin schon ein Baschar von ausgezeichnetem Ruf. Er hatte die beste Uniform angelegt, und zwar ohne seine Orden. Dies erschien ihm passender zu sein. Und dann war er auf das hitzeflimmernde Schlachtfeld von Zabol hinausgegangen. Völlig unbewaffnet. Er hatte sich den näherrückenden Rebellen gestellt. Viele der Angreifer verdankten ihm das Leben. Die meisten von ihnen hatten ihm einst höchsten Respekt entgegengebracht. Und jetzt waren sie gewalttätig und meuterten. Dass er sich ihnen entgegengestellt hatte, hatte den anrückenden Soldaten gesagt, ich werde die Orden, die zeigen, was ich für euch getan habe, als wir noch Kameraden waren, nicht tragen. Ich will nichts von dem sein, das aussagt, ich wäre einer von euch. Ich trage lediglich die Uniform, die zeigt, dass ich noch immer Baschar bin. Bringt mich um, wenn ihr in eurem Ungehorsam so weit gehen wollt. Als die meisten der anrückenden Männer die Waffen niedergelegt hatten und herangekommen waren, fielen einige ihrer Befehlshaber vor ihrem alten Baschar auf die Knie. Tech hatte daraufhin gesagt, ihr habt euch nie vor mir verbeugen oder auf die Knie fallen müssen. Eure neuen Führer haben euch schlimme Dinge gelehrt. Später hatte er gegenüber den Rebellen zugegeben, dass er einige ihrer Beschwerden anerkannte. Man hatte zwar wohl übel mitgespielt. Aber er hatte die Männer auch gewarnt, zu den gefährlichsten Dingen im Universum gehört ein unwissendes Volk mit echten Beschwerden, aber einer informierten und intelligenten Gesellschaft, die Grund zur Beschwerde hat, kommt es nicht einmal nahe. Den Schaden, den eine rachsüchtige Intelligenz anrichten kann, könnt ihr euch nicht einmal vorstellen. Im Vergleich mit dem, was ihr hättet bewirken können, wäre der Tyrann wie ein gütiger Vater erschienen. Dies entsprach natürlich alles der Wahrheit, aber in einem Bene Gesserit-Kontext und es half nur wenig in der Sache, die man ihm in Bezug auf den Dunken Eiderhogula befohlen hatte geistigen und körperlichen Schmerz in einem fast hilflosen Opfer zu erzeugen. Am leichtesten erinnerte er sich an den Blick in Duncans Augen. Sie wechselten nicht das Objekt ihrer Betrachtung, sondern starrten geradewegs in Tags Gesicht. Sogar im Augenblick seines letzten, hervorgestoßenen Aufschreis. Verdammt nochmal, Leto! Was hast du vor? Er hat mich Leto genannt. Tag hinkte zwei Schritte zurück. Sein linkes Bein pulsierte, und dort, wo Duncan es getroffen hatte, schmerzte es. Tag fiel auf, dass er keuchte und am Ende seiner Reserven angelangt war. Er war viel zu alt für Anstrengungen dieser Art, und das, was er gerade getan hatte, bewirkte, dass er sich schmutzig fühlte. Die Wiedererweckungsprozedur war jedoch fest in seinem Bewusstsein verankert. Er wusste, dass Golas, die einmal erwacht waren, unbewusst dazu neigten, jemanden zu töten, der ihnen nahe stand. Die Gola die noch ungefestigt war und gezwungen werden musste, Formen anzunehmen, trug stets psychologische Narben. Diese neue Technik ließ die Narben in jenem zurück, der den Prozess durchführte. Langsam, um den Schmerz der Muskeln und Nerven nicht zu erhöhen, die seine Agonie gelähmt hatte, rutschte Duncan rückwärts vom Tisch ab und lehnte sich gegen den Stuhl. Er zitterte und sah Tag Tech an. Tags Instruktionen sagten, Sie müssen äußerst ruhig stehen bleiben, bewegen Sie sich nicht. Wenn er will, lassen Sie sich von ihm ansehen. Tech blieb unbeweglich, wie es die Instruktionen vorschrieben. Die Erinnerung an die Zabol Revolte verschwand aus seinem Geist. Er wusste, was er damals und heute getan hatte. Auf gewisse Weise waren die beiden Fälle einander ähnlich. Er hatte den Rebellen keine letzten Wahrheiten verraten, falls es solche überhaupt gab, nur solche, die sie wieder ins Glied zurückbrachten Schmerz und die vorhersehbaren Folgen. Es ist zu eurem eigenen Besten. War es wirklich gut, was man mit diesem Eider Hogola vorhatte? Tech fragte sich, was in Dankens Bewusstsein vor sich ging. Man hatte ihm zwar so viel über diesen Augenblick erzählt, wie man wusste, aber er konnte feststellen, dass die wörtlichen Erklärungen die Tatsachen nicht trafen, Dankens Augen und sein Gesicht spiegelten ganz offensichtlich sein Inneres durcheinander wieder. Seine Gesichtsmuskeln waren verzerrt, sein Blick wirkte unstet. Langsam, mit einer einmaligen Langsamkeit entspannten sich jedoch seine Züge. Dankens Leib bebte jedoch weiterhin. Das Pulsieren seines Körpers erschien ihm wie ein in weiter Ferne stattfindendes Ereignis. Der bohrende Schmerz schien einen anderen Menschen zu betreffen. Aber in diesem Augenblick war er hier, wo auch immer. Seine Erinnerungen würden sich nicht ineinander verstricken. Er kam sich plötzlich fehl am Platze vor, in einem Körper, der viel zu jung für ihn war und nicht zu seiner vorherigen Existenz passte. Die Schmerzen und Verzerrungen seines Bewusstseins nahmen seine ganze Innenwelt ein. Tex Instruktionen hatten gesagt, seine Prägola Erinnerungen werden von einem speziellen Filter überlagert. Einige seiner Originalerinnerungen werden in einer Sturzflut zurückkehren, andere werden langsamer kommen. Es wird jedoch erst zu Verstrickungen kommen, wenn er sich an den Augenblick seines ersten Todes erinnert. Belonda hatte Tech alle bekannten Einzelheiten dieses fatalen Augenblicks mitgeteilt. Sardaukar, flüsterte Duncan. Er schaute auf die Harkonnen-Symbole, die überall in der Nichtkugel zu finden waren. Die Kerntruppen des Kaisers tragen Harkonnenuniformen. Ein wölfisches Grinsen verzerrte seinen Mund. Wie müssen Sie es verabscheut haben? Tag blieb still und wachsam. Sie haben mich umgebracht, sagte Duncan. Es war eine gelassene, gefühllose Aussage und deswegen noch viel furchterregender. Ein plötzliches Frösteln ergriff ihn, und das Beben erstarb es waren mindestens ein dutzend in dem kleinen raum er schaute tag an einer von ihnen drang zu mir durch wie ein hackmesser das genau auf meinen kopf zielte er zögerte während seine kehle konvulsivisch arbeitete sein blick blieb auf tag haften habe ich paul genügend zeit verschafft damit er fliehen konnte beantworten sie all seine fragen wahrheitsgemäß er entkam. Jetzt kam der Moment der Prüfung. Wie waren die Tlalaxo an die Zellen Eiderhus gekommen? Zwar behaupteten die Tests der Schwesternschaft, dass sie dem Original entstammten, aber Zweifel hatte man immer noch. Die Tlalaxu hatten irgendetwas mit diesem Gola angestellt, und seine Erinnerungen konnten darauf vielleicht einen wertvollen Hinweis geben. Aber die Herr können, sagte Duncan, seine Festungserinnerungen drangen auf ihn ein. Oh ja. Oh, ja. Ein unbändiges Lachen schüttelte ihn. Er stieß einen brüllenden Siegesschrei angesichts des längst toten Barons Wladimir Harkonnen aus. Ich habe es ihnen heimgezahlt, Baron! Oh, ich habe es für alle Männer getan, die Sie vernichtet haben. Du erinnerst dich an die Festung und an das, was wir dich gelehrt haben, fragte Teck. Ein verblüfftes Staunen ließ tiefe Runzeln auf Dankens Stirn erscheinen. Gefühlsschmerz bekämpfte seinen körperlichen Schmerz. Er nickte und beantwortete damit Tags Frage. Da gab es zwei Leben. Eins, das sich hinter den Wänden der Axolotl-Tanks abgespielt hatte, und ein zweites, ein zweites. Duncan fühlte sich unfertig. Irgendetwas in seinem Innern wurde unterdrückt. Die Wiedererweckung war noch nicht abgeschlossen. Er warf Tech einen ärgerlichen Blick zu. Kam noch etwas? Tech war brutal gewesen. Notwendigerweise? Gab man so einem Gola sein Wissen zurück? Ich Duncan schüttelte heftig den Kopf. Er kam sich vor wie ein großes, verwundetes Tier im Angesicht seines Jägers. »Du hast all deine Erinnerungen?« fragte Tech. »Alle? Oh ja!« ich erinnere mich an Gamu, als der Planet noch Giedi Primus hieß. Ein öldurchtränktes und blutdurchtränktes Höllenloch des Imperiums. Ja, tatsächlich, Baschar. Ich war ihr pflichtbewusster Schüler, Regimentskommandeur. Er lachte erneut und warf dabei den Kopf zurück, was nicht so recht zu seinem jugendlichen Körper passen wollte. Tag erlebte in diesem Augenblick eine tiefe Befriedigung. Sie ging tiefer als pure Erleichterung. Es hatte so funktioniert wie vorausgesehen. Hast du mich? Sie hassen? Habe ich nicht gesagt, ich würde Ihnen dankbar sein? Duncan hob abrupt die Hände und sah sie sich an. Dann fiel sein Blick auf seinen jugendlichen Körper. Welch eine Versuchung, murmelte er. Er ließ die Hände sinken und konzentrierte sich auf Tags Gesicht. Er ging den Spuren seiner Identität nach. Atreides, sagte er. Ihr seid euch alle so verdammt ähnlich. Nicht alle, sagte Tag. Ich rede nicht vom äußeren Erscheinungsbild, Baschar. Dankens Blick wandte sich von Tag ab. Ich habe nach meinem Alter gefragt. Er machte eine lange Pause. Dann sagte er: "Götter der Tiefe, so viel Zeit ist vergangen." Tag sagte das, was seinen Instruktionen entsprach. Die Schwesternschaft braucht dich. In dieser unreifen Gestalt? Was erwartet man von mir? Wirklich, Duncan, ich weiß es nicht. Dein Körper wird reifen und ich nehme an, dass eine ehrwürdige Mutter dich über alles in Kenntnis setzen wird. Lucilla? Duncan musterte abrupt die verschnorkelte Decke, dann den Alkoven und die verschnorkelte Uhr. Er erinnerte sich daran, dass er mit Tag und Lucilla hierher gekommen war. Er befand sich zwar noch am gleichen Ort, aber es hatte sich etwas verändert. Harkonnen, sagte er leise. Er sah Tag mit einem prüfenden Blick an. Wissen Sie, wie viele Angehörige meiner Familie von den Harkonnen gefoltert und umgebracht worden sind? Eine von Tarasas Archivarinnen gab mir einen Bericht. Einen Bericht? Sie glauben, dass man es in Worte kleiden kann? Nein, aber das ist die einzige Antwort, die ich auf deine Frage geben konnte. Verdammt nochmal, Bashar! Warum müsst ihr Atreides stets so der Wahrheit verhaftet und ehrenwert sein? Ich glaube, man hat uns diesen Charakterzug angezüchtet. Ja, das stimmt. Die Stimme, die diesen Einwurf machte, kam von hinten und gehörte Lucilla. Tag drehte sich nicht um. Wie viel hatte sie gehört? Wie lange hatte sie dort gestanden? Lucilla trat ein und stellte sich neben ihn, aber ihre Aufmerksamkeit gehörte danken. Ich stelle fest, dass du es getan hast, Miles. Ich habe Tarasas Befehl genau entsprochen, sagte Tag. Du bist sehr clever gewesen, Miles, sagte sie. Viel gerissener, als ich von dir erwartet hätte. Man hätte deine Mutter für das, was sie dir beigebracht hat, unnachgiebig bestrafen sollen. Ah, Lucilla, die Verführerin, sagte Duncan. Er warf Tag einen Blick zu und schenkte dann Lucilla seine Aufmerksamkeit. Ja, jetzt kann ich meine andere Frage selbst beantworten, was man von ihr erwartet. Man nennt sie Einprägerinnen, sagte Tag. Miles, sagte Lucilla, wenn du meine Aufgabe so schwierig gemacht hast, dass ich meine Befehle nicht mehr befolgen kann, lasse ich dich auf einem Spieß grillen. Der gefühllose Tonfall ihrer Stimme ließ Tag erschauern. Er wusste zwar, dass ihre Drohung nur sinnbildlich gemeint war, aber die Implikationen, die sie enthielt, waren echt. Ein Strafbankett, sagte Duncan. Wie hübsch? Tech wandte sich an Duncan und sagte: An dem, was wir mit dir gemacht haben, Duncan, ist nichts Romantisches. Ich habe den Benegesserit bei mehr als einer Aufgabe zur Seite gestanden, die mir das Gefühl gab, ich sei beschmutzt worden. Aber so schmutzig wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt. Ruhe, befahl Lucilla. Sie warf die volle Kraft ihrer Stimme in die Waagschale. Tech ließ sich von ihr durchdringen und schüttelte sie ab, wie es seine Mutter ihn gelehrt hatte. Denn jene unter uns, die ihre wirkliche Treue der Schwesternschaft geben, haben nur eins im Sinn. Das Überleben der Bene Gesserit. Nicht das Überleben irgendeines Individuums, sondern allein das der Schwesternschaft. Täuschungen, Lügen. Dies sind leere Worte, wenn es um die Frage des Überlebens der Schwesternschaft geht. Deine Mutter soll verdammt sein, Miles. Es war geradezu ein Kompliment, dass Lucilla ihre Verärgerung nicht zu verheimlichen trachtete. Duncan sah Lucilla an. Wer war sie? Lucilla. Er spürte, dass seine Erinnerungen von selbst in Bewegung gerieten. Lucilla war nicht die gleiche Persönlichkeit, überhaupt nicht die gleiche, und doch jedes einzelne Teil an ihr war sie. Ihre Stimme, ihre Gesichtszüge. Plötzlich sah er wieder das Gesicht der Frau, die er auf der Wand seines Zimmers in der Festung gesehen hatte. »Danken, mein lieber Danken«, Tränen fielen aus seinen Augen. Seine Mutter, auch ein Harkonnenopfer. Gefoltert. Und wer wusste, was man ihr sonst noch angetan hatte. Ihr »lieber Danken« hatte sie nie wieder gesehen. »Götter«, knirschte »Danken«. Ich wünschte, ich könnte jetzt einen von ihnen umbringen. Erneut fasste er Lucilla ins Auge. Seine Tränen ließen ihr Gesicht verschwimmen und machten den Vergleich leichter. Lucillas Gesicht wurde von dem Jessicas überlagert, der Geliebten von Leto Atreides. Duncan schaute Tag an, dann wieder Lucilla. Er schüttelte die Tränen ab, als er sich bewegte. Die Gesichter seiner Erinnerung lösten sich auf und wurden zu den Zügen der realen Lucilla, die vor ihm stand. Ähnlichkeiten. Aber das war alles. Es würde nie wieder so sein wie damals. Einprägerin. Er konnte sich etwas darunter vorstellen. Die reine Duncan Idaho Wildheit erwachte in ihm. Du willst ein Kind von mir, Einprägerin? Ich weiß, dass man euch aus triftigem Grund Mütter nennt. Mit kalter Stimme erwiderte Lucilla, Darüber reden wir ein andermal. Lass uns an einem passenden Ort darüber sprechen, sagte Duncan. Vielleicht singe ich dir ein Lied. Zwar nicht so gut, wie der alte Gurney Harleck es könnte, aber gut genug, um uns auf ein bisschen Bettsport einzustimmen. Findest du das erheiternd? fragte sie. Erheiternd? Nein, aber ich fühle mich an Gurney erinnert. Sagen Sie, Baschar, hat man ihn auch wieder zum Leben erweckt? Meines Wissens nicht, sagte Teg. Ah, das war ein Sänger, sagte Duncan. Er hätte sie während des Singens umbringen können, ohne auch nur eine Note zu verpatzen. Eisig sagte Lucilla: Wir, die Benegesserit, haben gelernt, der Musik aus dem Weg zu gehen. Sie erweckt in einem zu viele verwirrende Gefühle. Erinnerungsgefühle meine ich natürlich. Sie sagte es, um in ihm Ehrfurcht vor den weitergehenden Erinnerungen und der darin enthaltenen Macht der Benegesserit zu erzeugen. Aber Duncan brach nur in Gelächter aus. Welch eine Schande, sagte er. Ihr verpasst so viel vom Leben. Und er fing an, einen alten Refrain von Görny Hallig vor sich hinzusummen. Seht zurück, Freunde, auf die Heere, die längst vergangen sind. Aber sein Geist wirbelte in der neuen, reichhaltigen Würze dieser Momente des Wiedergeborenseins in andere Gefilde, und erneut verspürte er die begierige Berührung von etwas Mächtigem. Etwas, das tief in ihm vergraben war. Was es auch immer sein mochte, es war stark und betraf Lucilla, die Einprägerin. In seiner Fantasie sah er sie blutüberströmt und tot vor sich liegen. Das Volk will stets etwas mehr als unmittelbare Freude. Jenes tiefere Gefühl, das man glücklich sein nennt, dies ist eins der Geheimnisse, mit denen wir die Erfüllung unserer Pläne vorantreiben. Dieses etwas mehr verleiht verstärkte Macht über Menschen, die es nicht benennen können oder, was meistens der Fall ist, sich dessen nicht einmal bewusst sind. Die meisten Menschen reagieren lediglich unbewusst auf verborgene Kräfte dieser Art. Das heißt also, wir brauchen nur ein genau berechnetes etwas mehr zu erzeugen, es zu definieren und ihm eine Form zu geben. Dann werden die Menschen uns folgen. Führungsgeheimnisse der Bene Gesserit Während Waff schweigend zwanzig Schritte vor ihnen ging, bewegten sich Udrade und Cheana über einen von Sträuchern umsäumten Weg an einem Gewürzlager vorbei. Sie trugen allesamt neue Wüstengewänder und gleißende Destillanzüge. Der graue Nullplaszaun, der den Lagerhof vor ihnen trennte, war da und dort mit Grasbüscheln und wolligen Saatstängeln bewachsen. Als Udrade die Saatstängel musterte, kamen sie ihr wie Lebewesen vor, die den Versuch unternahmen, sich gegen die menschliche Intervention zur Wehr zu setzen. Hinter ihnen wurden die eckigen Bauwerke, die sich rings um Dar es Ballat erhoben hatten, vom Sonnenlicht des frühen Nachmittags gebacken. Heiße, trockene Luft versenkte ihr die Kehle, wenn sie die Luft zu schnell einatmete. Odrade fühlte sich schwindlig und in ihrem Innern tobte ein Zwiespalt. Durst peinigte sie. Sie bewegte sich, als ginge es am Rand eines Steilhangs entlang. Die Situation, die sie auf Tarasas Befehl hin hervorgerufen hatte, konnte jeden Moment explodieren. Wie zerbrechlich sie ist. Es waren drei Mächte im Spiel, und obwohl sie einander nicht unterstützten, einte sie eine Motivation, die sich jeden Augenblick ändern und die gesamte Allianz umkippen lassen konnte. Die von Tarasa geschickten Militärs gaben Udrade keine Zuversicht. Wo war Tag? Wo war Bosmali? Und außerdem. Wo steckte der Gola? Er hätte längst hier sein müssen. Warum hatte man ihr befohlen, die Dinge zu verzögern? Ihr heutiges Unternehmen würde gewiss einiges verzögern. Obwohl Ludrade Tarasas Segen erhalten hatte, hielt sie diesen Ausflug in die Wüste der Würmer für einen möglicherweise permanenten Aufschub. Und da war Waff. Wenn er überlebte, konnte er das Spiel dann wieder aufnehmen? Trotz der Heilkräfte der besten Wachstumsverstärker der Schwesternschaft behauptete Waff, dass seine Arme dort, wo Udrade sie gebrochen hatte, noch immer schmerzten. Er beschwerte sich nicht, sondern blieb rein sachlich. Und er schien ihre zerbrechliche Allianz ebenso hinzunehmen, wie die Modifikationen, die das priesterliche Geheimnis hervorgerufen hatte. Zweifellos beruhigte es ihn, dass statt Tueck nun einer seiner ihm treu ergebenen Gestaltwandler auf dem Thron des Hohepriesters saß. Waff hatte energisch nach den ihm zugesagten Zuchtmüttern verlangt, und folgerichtig hielt er seinen Teil des Abkommens erst einmal zurück. Es wird nur zu einer kleinen Verzögerung kommen, hatte Udrade erklärt. Die Schwesternschaft muß das neue Abkommen überprüfen. Bis dahin. Und bis dahin war heute. Udrade verdrängte ihre bösen Ahnungen und gab sich der Stimmung des gegenwärtigen Unternehmens hin. Waffs Verhalten faszinierte sie, besonders seine Reaktion beim Zusammentreffen mit Shiana. Er war tatsächlich ängstlich gewesen und sehr, sehr ehrfurchtsvoll. Ein Günstling seines Propheten. Odrade schaute zur Seite und musterte das Mädchen, das zielstrebig neben ihr herging. Dort befand sich der wahre Hebelansatz, wenn man die Ereignisse dem Plan der Bene Gesserit anpassen wollte dass die Schwesternschaft, die hinter dem Verhalten der Tlailaxo liegende Wirklichkeit durchdrungen hatte, versetzte Udrade in einen Erregungszustand. Waffs fanatischer wahrer Glaube nahm mit jeder seiner Reaktionen mehr und mehr Form an. Sie schätzte es als Glück ein, hier zu sein und den Tlailaxo Meister in geheiligter Umgebung studieren zu können. Sogar die Sandkörner, über die Waffs Füße schritten, erzeugten in ihm Verhaltensweisen, die zu entschlüsseln Mann Udrade gelehrt hatte. Wir hätten es uns eigentlich denken sollen, dachte Udrade. Die Manipulationen unserer Missionaria Protektive hätten uns sagen müssen, wie die Talalaksu dazu gekommen sind. Sie haben sich von der Außenwelt abgekapselt und seit Jahrtausenden jedes Eindringen von außen erfolgreich verhindert. Dem Anschein nach hatten sie die Struktur der Benegesserit nicht übernommen. Und welche andere Kraft sonst konnte dergleichen verwirklichen? Natürlich eine Religion. Der große Glaube. Es sei denn, sie setzen ihr Gola-System für eine Art Unsterblichkeit ein. Tarasa konnte richtig liegen. Reinkarnierte Tleilaxo-Meister konnten ehrwürdigen Müttern nicht ähnlich sein. Sie besaßen keine weitergehenden Erinnerungen, sondern nur persönliche, aber solche, die weit zurückreichten. Faszinierend. Odrade warf einen Blick auf Waffs Rücken. Ausdauer. An ihm wirkte es ganz natürlich. Ihr fiel ein, dass er Sheyana Alyama nannte. Noch ein beweiskräftiger linguistischer Einblick in Waffs großen Glauben. Es bedeutete, die Gesegneten. Die Tlelaksu hatten eine alte Sprache nicht nur bewahrt, sondern sogar unverändert am Leben erhalten. Wusste Waff nicht, dass nur mächtige Kräfte, etwa religiöse, dies taten? Wir haben die Wurzeln deiner Besessenheit im Griff, Waff. Sie ist manch einer, die wir selbst hervorgerufen haben, nicht unähnlich. Wir wissen, wie man Dinge dieser Art für unsere eigenen Ziele manipuliert. Tarasas Botschaft brannte noch immer klar in ihrem Geist. Der Tleilaxo-Plan ist durchsichtig. An die Macht kommen. Das Universum der Menschen muss zu einem Tleilaxo-Universum werden. Ohne die Hilfe der Diaspora hatten sie keine Chance, dieses Ziel jemals zu erreichen. Ergo. Die Theorie der Mutter Oberin hatte etwas für sich. Sogar die oppositionellen Kräfte innerhalb der Auseinandersetzung, die die Schwesternschaft zu spalten drohte, waren ihrer Meinung. Aber der Gedanke an die ungeheuren Menschenmassen, die in der Diaspora lebten und zahlenmäßig ständig zunahmen, erzeugte in Udrade ein Gefühl der Verzweiflung. Im Vergleich zu ihnen sind wir so wenige. Shiana hielt an und hob einen Kieselstein auf. Sie sah ihn einen Augenblick lang an, dann warf sie ihn gegen den Zaun, an dem sie entlang Der Kiesel flog durch die Maschen, ohne sie zu berühren. Odrade riss sich zusammen. Der Klang ihrer Schritte auf dem wehenden Sand, der über den wenig benutzten Weg dahintrieb, erschien ihr plötzlich überlaut. Die sich windende Landstraße, die über den Ringfanat von Dar es Balat und den Wallgraben hinwegführte, lag am Ende dieses engen Weges, kaum 200 Schritte von ihnen entfernt. Shiana sagte: Ich tue es nur, weil du es befohlen hast, Mutter, aber ich weiß immer noch nicht warum. Weil dies die Bewährungsprobe abgibt, während der wir Waff testen und durch ihn die Tleilaxu eine andere Form annehmen lassen. Es geht um eine Demonstration, sagte Odrade. Und das stimmte. Es war zwar nicht die ganze Wahrheit, aber sie reichte aus. Shiana bewegte sich mit gesenktem Kopf Ihr Blick suchte jeweils den Punkt, auf den sie den nächsten Fuß setzte. Näherte sie sich ihrem Scheitern stets auf diese Weise? fragte sich Odrade. Nachdenklich und zurückhaltend? Odrade hörte irgendwo über sich ein schwaches Klatschen. Die wachsamen Ornithopter näherten sich. Sie würden den Abstand einhalten, aber viele Blicke würden ihre Demonstration beobachten. Ich werde tanzen, sagte Shiana. Dann kommt meist ein ganz großer. Odrade spürte, wie ihr Herzschlag schneller wurde. Würde der große Cheyana auch noch gehorchen, wenn er die Anwesenheit ihrer beiden Begleiter wahrnahm? Dies ist selbstmörderischer Wahnsinn. Odrade warf einen Blick auf das eingezäunte Gewürzlager neben sich. Der Platz kam ihr seltsam bekannt vor. Es war mehr als ein Déjà-vu. Eine innere Gewissheit, die von ihren weitergehenden Erinnerungen gespeist wurde, sagte ihr, dass dieser Platz seit uralten Zeiten tatsächlich unverändert geblieben war. Die Form der Gewürzsilos, die dort standen, war so alt wie Rakes. Ovale Tanks auf hohen Beinen. Sie sahen aus wie Insekten aus Metall und Plas, die steifbeinig auf eine Beute warteten. Sie fing eine unbewusste Botschaft der ursprünglichen Erbauer auf. Melange ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Unter den Silos breitete sich neben schmutzig wandigen Gebäuden sandiges Ödland aus, auf dem nichts wuchs. Ein amübenhafter Arm, da es der beinahe bis an den Rand des Quanats reichte. Die lange Zeit verborgen gebliebene Nichtkugel des Tyrannen hatte eine wimmelnde religiöse Gemeinschaft hervorgerufen, die ihre Aktivitäten größtenteils hinter fensterlosen Mauern und unter der Erdoberfläche betrieb. Das geheime Wirken unseres unbewussten Verlangens. Shiana ergriff erneut das Wort. »Tuek ist so verändert.« Odrade sah, dass sich Waffs Kopf ruckartig hob. Er hatte zugehört. Wahrscheinlich dachte er jetzt, »können wir vor einem Kurier des Propheten etwas geheim halten?« »Es wussten schon zu viele Leute davon, dass ein Gestaltwandler in Tueks Maske auftrat,« dachte Odrade. Der priesterliche Klüngel glaubte natürlich, er gebe den Tleilaxo so viel Tarngeflecht, dass die Bene Tleilax sich darin ebenso verfangen würden wie die Schwesternschaft. Udrade roch den beißenden Gestank der Chemikalien, mit denen man das auf dem Platz des Gewürzlagers wuchernde Unkraut vernichtet hatte. Der Gestank zwang sie, ihre Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeiten zu richten. Hier draußen konnte sie es nicht wagen, sich auf eine mentale Wanderschaft zu begeben. Es wäre ein leichtes für die Schwesternschaft gewesen, sich in der eigenen Falle zu fangen. Shiana strauchelte und stieß einen kleinen Schrei aus, der aber mehr Irritation als Schmerz ausdrückte. Waffs Kopf fuhr herum. Er sah sie an, bevor er sich wieder auf den Weg konzentrierte. Er hatte gesehen, dass das Kind lediglich über einen Riss in der Oberfläche des Weges gestolpert war. Sandwehen verbargen die Stellen, an denen die Landstraße aufgebrochen war. Die märchenhafte Struktur des sich vor ihnen ausbreitenden Straßenteils schien jedoch unbeschädigt zu sein. Nicht fest genug, um einen Abkömmling des Propheten zu tragen, aber mehr als ausreichend für einen menschlichen Bittsteller, um in die Wüste zu gelangen. Waff sah sich in der Rolle eines Bittstellers. Ich komme als Bettler in das Land deines Boten, O oh Herr. Was Odrade anbetraf, so war er misstrauisch. Die ehrwürdige Mutter hatte ihn hierher gebracht, um ihm sein Wissen zu entreißen, bevor sie ihn tötete. Mit Gottes Hilfe kann ich sie immer noch übertölpeln. Er wusste, dass sein Körper gegen eine ixianische Sonde immun war, obwohl sie offensichtlich kein solch sperriges Gerät am Leib trug. Aber es war die Kraft seines eigenen Willens und das Vertrauen in Gottes Gnade, das Waff den Rücken stärkte. Und was ist, wenn die Hand, die sie uns entgegenstrecken, es ehrlich meint? Auch das wäre dann Gottes Werk. Ein Bündnis mit den Benegesserit, eine strenge Kontrolle über Rakes. Welch ein Traum dies war. Der Schariat war endlich an der Macht, und die Benegesserit waren seine Missionare. Als Schiane erneut strauchelte und wieder einen sich beschwerenden Laut von sich gab, sagte Udrade Stell dich nicht so an, Kind. Udrade sah, wie Waffs Schultern sich versteiften. Es gefiel ihm nicht, wie man mit seiner Gesegneten umsprang. Der kleine Mann zeigte Rückgrat. Odrade erkannte daran die Stärke seines Fanatismus. Selbst wenn der Wurm sich anschicken würde, ihn zu töten, Waff würde nicht fliehen. Der Glaube an den Willen Gottes würde ihn geradewegs in den Tod befördern. Es sei denn, etwas zerstörte seine religiöse Sicherheit. Odrade unterdrückte ein Lächeln. Sie konnte seinen Gedankenprozess weiterverfolgen. Gott wird mir bald ein Zeichen seines Willens geben. Aber Waff dachte an seine Zellen, die in der langsamen Erneuerung in Bandalong heranwuchsen. Egal, was hier mit ihm geschah, seine Zellen würden weiterhin für die Benetleilachs da sein. Und für Gott. Ein Fortsetzungswaff, der stets für den großen Glauben da war. Ich kann Scheitern riechen, sagte Shiana. Jetzt? In diesem Augenblick? Udrade warf einen Blick auf die sich vor ihnen ausbreitende Landstraße. Waff befand sich bereits ein paar Schritte voraus auf deren gewählter Oberfläche. "Nein, nur wenn er kommt", sagte Shiana. "Natürlich kannst du es Kind, das kann jeder. Ich kann ihn aber schon riechen, wenn er noch weit entfernt ist." Udrade atmete tief durch die Nase ein und sondierte die Gerüche, die sich vor dem Hintergrund verbrannten Feuersteins abhoben ein schwacher Hauch von Melange Ozon etwas entschieden ätzendes Sie näherte sich Chiana, um sie als erste auf die Landstraße gehen zu lassen. Waff behielt seinen Vorsprung von 20 Schritten bei. Etwa 60 Meter vor ihm kippte die Landstraße steil in die Wüste ab. Bei der ersten Gelegenheit werde ich den Sand probieren, dachte Odrade. Das wird mir viel erklären. Als sie die Landstraße erklomm, die sich über den Wassergraben erhob, sah sie im Südwesten eine niedrige Barriere am Horizont. Abrupt sah sie sich von einer weitergehenden Erinnerung überfallen. Sie enthielt zwar nicht die Lebhaftigkeit einer wirklichen Vision, aber sie erkannte, was es war: das Verschmelzen von Abbildern in den tiefsten Tiefen ihres Innern. Verdammt, dachte sie. Nicht jetzt. Es gab keinen Ausweg. Übergriffe dieser Art verfolgten einen Zweck, dem sich ihr Bewusstsein nicht verschließen konnte Warnung. Sie schielte zum Horizont und gestattete es ihrer weitergehenden Erinnerung Formen anzunehmen. Vor langer Zeit hatte sich dort draußen eine hohe Barriere erhoben, und auf ihrem Kamm hatten sich Menschen bewegt. Die alte Erinnerung präsentierte ihr eine traumhafte Brücke, verschwommen und schön, Sie verband einen Teil der verschwundenen Barriere mit einem anderen, und ohne etwas zu sehen wusste sie, dass unter der längst nicht mehr existierenden Brücke ein Strom dahin geflossen war. Der Eiderhoffluss. Und jetzt versorgte sie das alles überlagernde Abbild mit Bewegungen. Dinge fielen von der Brücke. Sie waren zu weit entfernt, um sie zu identifizieren, aber nun verstand sie, was ihr Geist abspulte. Mit einem Gefühl des Grauens und der Begeisterung identifizierte sie die Szene. Die Traumbrücke brach zusammen, fiel in den darunterliegenden Fluss. Diese Vision versinnbildlichte nicht irgendein Randereignis. Es handelte sich um einen klassischen Gewaltakt, der in den Erinnerungen vieler verankert war. Sie hatte es im Augenblick der Gewürzagonie zum ersten Mal erlebt. Odrade konnte die fein aufeinander abgestimmten Komponenten dieses Abbildes klassifizieren. Tausende ihrer Vorfahren hatten jener Szene während einer imaginativen Rekonstruktion zugesehen. Es war keine echte visuelle Erinnerung, sondern eine Montage von Augenzeugenberichten. Und hier ist es passiert. Udrate hielt an und überließ ihren Geist ganz der von innen heraus erfolgten Projektion. Warnung. Etwas Gefährliches war identifiziert worden. Sie machte keinen Versuch, den Hintergrund zu verstehen. Tat sie dies, war ihr klar, konnte die Warnung zerfasern, dann war möglicherweise jede Faser relevant, aber die ursprüngliche Gewissheit würde sich auflösen. Was dort draußen passiert war, war ein Bestandteil der Geschichte ihrer Familie. Leto der Zweite, der Tyrann. Er war, als man ihn liquidiert hatte, von dieser Brücke gestürzt, der große Wurm von Rakes, der tyrannische Gottkaiser, war in ureigenster Person während seiner Hochzeitsreise von der Brücke gefallen. Da, genau dort im Eiderhoffluss unterhalb der zerstörten Brücke, war der Tyrann in Agonie versunken. Genau dort hatte die Umwandlung stattgefunden, die den zerlegten Gott geboren hatte. Dort hatte alles angefangen. Warum ist das eine Warnung? Brücke und Fluss waren nicht mehr der hohe Wall, der das Sarea-Trockenland des Tyrannen umschlossen hatte, war erodiert, war nur noch eine gebrochene Linie am Hitze flimmernden Horizont. Wenn jetzt ein Wurm mit den eingekapselten, seit Unzeiten traumverlorenen Erinnerungen des Tyrannen kam, würde diese Erinnerung gefährlich sein? Terrasas Opposition jedenfalls brachte dieses Argument ins Feld. Er wird erwachen. Terasa und ihre Beraterinnen zogen nicht einmal die Möglichkeit in Betracht. Dennoch, Odrade konnte dieses Warnsignal aus ihrem Innern nicht einfach ignorieren. Ehrwürdige Mutter, warum halten wir an? Odrade spürte, dass sich ihre Aufmerksamkeit wieder der unmittelbaren Gegenwart zuwandte. Dort draußen in der warnenden Vision war der Ort, an dem der endlose Traum des Tyrannen begann, in den sich andere Träume einmischten. ceana stand mit einem verwirrten Gesichtsausdruck vor ihr. Ich habe nach dort drüben geschaut, sagte Udrade und deutete auf den Horizont. Dort hat Schei Hulut seinen Anfang genommen, Sheyana. Waff blieb am Ende der Landstraße stehen, einen Schritt vor dem übergreifenden Sand und nun vierzig Schritte von Udrade und Sheyana entfernt. Udrades Stimme alarmierte ihn und versteifte seine Körperhaltung, aber er drehte sich nicht um. Udrade spürte, wie unwohl er sich fühlte. Waff würde sogar auf den Anschein einer zynischen Bemerkung ungehalten reagieren, wenn sie seinem Propheten galt, und von den ehrwürdigen Müttern erwartete er stets Zynismus. Besonders dann, wenn es religiöse Dinge betraf. Waff war noch nicht gänzlich bereit, die Vorstellung hinzunehmen, dass die gefürchteten und verachteten Benegesserit möglicherweise seinen großen Glauben teilten. Man musste in dieser Angelegenheit mit größter Sorgfalt zu Werke gehen. Wie ist die Missionaria Protektiva stets tat? Es heißt, dort sei ein großer Fluss gewesen, sagte Shiana. Udrade hörte leichten Spott in Shianas Stimme. Das Kind lernte schnell. Waff drehte sich um und sah sie finster an. Er hatte es auch gehört. Was er jetzt wohl über Shiana dachte. Udrade umfasste die Schulter des Mädchens mit der Hand und deutete mit der anderen in die Ferne. Dort drüben war eine große Brücke. Der große Wall der Sarea war dort offen, damit der Eiderhoff-Fluss hindurchfließen konnte. Die Brücke überspannte die Kluft. Schiana seufzte. Ein echter Fluss, fragte sie leise. Es war kein Quanat und für einen Kanal war er zu groß, sagte Udrade. Ich habe noch nie einen Fluss gesehen, sagte Schiana. Dort haben sie Schaihulut in den Fluss geworfen, sagte Udrade. Sie deutete nach links. Auf dieser Seite, viele Kilometer von hier, baute er seinen Palast. Jetzt ist da nur noch Sand, sagte Shiana. Während der Hungerjahre wurde der Palast abgerissen, sagte Udrade. Die Leute glaubten, dort sei ein riesiges Gewürzlager verborgen, aber sie irrten sich natürlich. Dafür war er viel zu gerissen. Shiana lehnte sich eng an Udrade und flüsterte: es gibt dort wirklich einen großen Gewürzschatz. Die Lieder berichten davon. Ich habe sie sehr oft gehört. Mein man sagt, er liegt in einer Höhle. Udrade lächelte. Shiyana bezog sich natürlich auf die mündliche Überlieferung und beinahe hätte sie gesagt: Mein Vater. Damit meinte sie ihren wirklichen Vater, der in dieser Wüste gestorben war. Udrade hatte diese Geschichte bereits aus dem Mädchen hervorgelockt. Shiana flüsterte Udrade ins Ohr. Weshalb ist dieser kleine Mann bei uns? Ich mag ihn nicht. Es ist notwendig, wegen der Demonstration, erwiderte Udrade. Waff nutzte den Moment, um die Landstraße zu verlassen und sich auf den ersten weichen Sandabhang zu begeben. Er bewegte sich vorsichtig, aber ohne sichtbares Zögern. Als er sich auf dem Sand befand, drehte er sich um. Seine Augen funkelten im heißen Sonnenlicht, als er erst Shiana und dann Udrade ansah. »Er ist immer noch voller Ehrfurcht, wenn er Shiana ansieht«, dachte Udrade. »Er glaubt wahrscheinlich, dass er hier draußen großartige Dinge entdecken wird. Das wird ihn rehabilitieren. Und erst das Prestige.« Shiana beschirmte mit der Hand die Augen und studierte die Wüste. »Scheitern liebt die Hitze«, sagte sie. Die Menschen verstecken sich in ihren Häusern, wenn es heiß ist, aber Scheitern kommt dann heraus. Mehr Scheihulut, dachte Odrade. Scheitern. Du hast es gut vorausgesagt, Heran. Was wusstest du sonst noch über unsere Zeit? War es wirklich der Tyrann, der dort draußen in all seinen Wurmnachkommen schlief? Keine der Analysen, die Udrade gelesen hatte, lieferte eine sichere Erklärung der Frage, was ein menschliches Wesen dazu getrieben hatte, mit dem ursprünglichen Arrakis-Wurm eine Symbiose einzugehen. Was war während der Jahrtausende dauernden, widerwärtigen Umwandlung in seinem Bewusstsein vor sich gegangen? War irgendetwas davon, und wenn es auch nur der kleinste Bruchteil war, in den gegenwärtigen rakisianischen Würmern immer noch enthalten? Er ist Nah, Mutter, sagte Shiana. Riechst du ihn? Waff beäugte Shiana ängstlich. Odrada atmete tief ein. Der intensive Zimtgeruch überlagerte den bitteren Duft von Feuerstein. Feuer, Schwefel, das kristallverwehende Inferno des großen Wurms. Sie blieb stehen und hielt eine Prise Sand an ihre Zunge. Der gesamte Hintergrund war da: der Wüstenplanet der fernen Vergangenheit und das gegenwärtige Rakes. Shiana deutete auf eine Ecke zu ihrer Linken. Sie lag direkt in der lichten Brise, die aus der Wüste kam. Dort drüben! Wir müssen uns beeilen. Ohne darauf zu warten, dass Udrade ihr eine Erlaubnis erteilte, rannte Shiana leichtfüßig über die Landstraße, an Waff vorbei und lief auf die erste Düne zu. Dort blieb sie stehen, bis Udrade und Waff sie eingeholt hatten. Shiana führte sie über den Dünenkamm und dann über die nächste Erhebung. Der Sand behinderte ihr Fortkommen. Dann ging es an einer großen Barakan entlang, von deren Kuppel kleine Fontänen staubiger Sandkörner prasselten. Bald hatten sie etwa einen Kilometer zwischen sich und die wassergeschützte Gegend von Dar es Balat gebracht. Shiana hielt erneut an. Waff kam keuchend hinter ihr zum Stehen. Dort, wo die Kapuze seines Destillanzugs auf seine Stirn traf, glitzerte Schweiß. Odrade blieb einen Schritt hinter Waff stehen. Und während sie an ihm vorbei auf den Punkt blickte, der Shianas Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, atmete sie tief durch, um sich zu beruhigen. Hinter der Düne, an der sie standen, hatte sich eine vom Sturmwind aufgeworfene große Sandwoge gebildet. Felsiger Untergrund breitete sich offen in einer langen, schmalen Allee von gewaltigen Klötzen aus, die verstreut und umgekippt herumlagen, als hätte ein wütender Riese ganze Häuserblocks zerstört. Der Sand war wie ein Strom durch diesen chaotischen Irrgarten geflossen und hatte in tiefen Spalten und Löchern seine Zeichen hinterlassen. Dann war er die Klippe hinuntergestürzt und hatte sich in anderen Dünen verloren. Da unten, sagte Schianer und deutete auf die Felsenallee. Sie lief die Düne hinunter und rutschte durch den sich nach allen Seiten hin ergießenden Sand. Unten angekommen, hielt sie neben einem Felsklotz an, der mindestens doppelt so groß war wie sie. Waff und Odrade blieben genau hinter ihr stehen. Neben ihnen erhob sich der Abhang eines weiteren Badakans, glatt wie der sich windende Rücken eines verspielten Wals unter silberblauem Himmel. Udrade nutzte die Pause, um wieder zu Atem zu kommen. Der verrückte Lauf hatte starke Forderungen an ihren Körper gestellt. Ihr fiel auf, dass Waffs Gesicht gerötet war. Der Mann atmete schwer. Der würzige Zimtgeschmack war in diesem engen Durchgang schier erdrückend, Waff schnüffelte und rieb sich die Nase mit dem Handrücken. Shijana erhob sich auf die Zehenspitzen eines Fußes, vollführte eine Drehung und schoss dann pfeilschnell zehn Schritte über den felsigen Boden. Sie stellte einen Fuß auf den sandigen Ansatz der äußeren Düne und hob beide Arme zum Himmel. Langsam, dann mit zunehmendem Tempo, fing sie an zu tanzen und bewegte sich dabei auf dem Wüstenboden. Über ihnen wurden die Geräusche der Topter lauter. »Hört!« rief Shiana, ohne ihren Tanz zu unterbrechen. Es waren nicht die Topter, denen sie Aufmerksamkeit entgegenbringen sollten. Odrate wandte den Kopf, um das sich nun nähernde Geräusch, das auf sie eindrang, mit beiden Ohren aufzunehmen. Ein pfeifendes Zischen, unterirdisch und vom Sand gedämpft. Und es wurde mit entsetzlicher Schnelligkeit lauter. Es trug Hitze mit sich, eine feststellbare Erwärmung jener Brise, die sich einen Weg durch die Felsenallee bahnte. Das Zischen schwoll zu einem unterirdischen Grollen an. Plötzlich erhob sich über Shianas Düne das von kristallenen Ringen umgebene klaffende Maul eines Wurms. Scheitern! schrie Shiana, ohne den Rhythmus ihres Tanzes zu unterbrechen. Hier bin ich, Scheitern! Der Wurm schob sich über den Dünenkamm, und sein Maul näherte sich dem Mädchen. Zu Shianas Füßen spritzte Sand auf und zwang sie, ihren Tanz zu unterbrechen. Zimtgeruch erfüllte nun die ganze felsige Umgebung. Oberhalb von ihnen hielt der Wurm an. Botschafter Gottes. keuchte Waff. Die Hitze trocknete die Schweißtropfen auf Odrades unbedecktem Gesicht. Die automatische Isolierung ihres Destillanzugs stieß Dampf aus. Sie holte tief Luft und sondierte die Bestandteile dieses Zimtgeruchs. Die Luft, die sie umgab, war ozongeladen und erstaunlich sauerstoffreich. Mit vollwachen Sinnen nahm Udrade Eindrücke in sich auf. Für den Fall, dass ich überlebe, dachte sie. Ja, dies waren wertvolle Daten. Es würde der Tag kommen, an dem andere sie benutzen konnten. Shiana befreite ihre Füße vom Sand und begab sich auf den offenliegenden Felsboden. Sie nahm ihren Tanz wieder auf, bewegte sich noch wilder, schüttelte den Kopf bei jeder Drehung ihr haar flog ihr ins gesicht und jedesmal wenn sie herumwirbelte und den wurm ansah schrie sie scheitern auf eine geradezu niedliche weise wie ein kind auf unbekanntem boden bewegte sich der wurm weiter vorwärts er glitt über den dünenkamm krümmte sich zum felsenboden hinunter und öffnete kaum zwei schritte von schejane entfernt sein feuriges maul als er anhielt nahm odrade das schreckliche höllenfeuer wahr das im innern des wurms tobte Sie konnte den Blick nicht von den züngelnden, orangefarbenen Flammen im Innern des Geschöpfes abwenden. Es war eine Grotte voller geheimnisvoller Feuer. Shiana hielt in ihrem Tanz inne. Sie presste die Fäuste gegen ihre Hüften und starrte das Ungeheuer, das sie gerufen hatte, an. Odrade machte einige genau berechnete Atemzüge, wie es eine ehrwürdige Mutter tat, um volle Kontrolle über ihre Kräfte zu gewinnen. Wenn dies das Ende war... Nun... Sie hatte Tarasas Befehlen gehorcht. Sollte die Mutter Oberin das, was sie erfahren wollte, von den über ihr fliegenden Beobachtern erfahren. Hallo Scheitern, sagte Shiana. Ich habe eine ehrwürdige Mutter und einen Tleilaxoman mitgebracht. Waff fiel auf die Knie und presste die Stirn auf den Sand. Odrade glitt an ihm vorbei und gesellte sich zu Shiana. Shiana atmete schwer. Ihr Gesicht war gerötet. Udrade hörte das Ticken und Klicken ihrer überlasteten Destillanzüge. Die heiße, zimtdurchtränkte Luft, die sie umgab, war überladen von den Geräuschen dieser Begegnung. Und über allem lag das murmelnde Flammengeprassel aus dem Innern des reglosen Wurms. Waff tauchte neben Udrade auf. Sein tranceähnlicher Blick ruhte auf dem Wurm. Ich bin hier, flüsterte er. Udrade verfluchte ihn im Stillen. Jedes ungerechtfertigte Geräusch konnte die Bestie auf sie aufmerksam machen. Sie wusste jedoch, was Waf dachte. Kein anderer Tlalaxu war einem Abkömmling seines Propheten jemals so nah gewesen. Nicht einmal die rakisianischen Priester. Sheyana machte plötzlich mit ihrer Rechten eine nach unten weisende Geste. Nieder vor uns scheitern! rief sie. Der Wurm senkte sein klaffendes Maul, bis seine innere Feuergrube auf Höhe des felsigen Untergrundes lag. Mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war, sagte Shiyana, Siehst du, wie Scheitern mir gehorcht, Mutter? Udrade spürte, dass Shiana den Wurm im Griff hatte. Es gab eine Art geheimer Verständigung zwischen dem Kind und dem Ungeheuer. Es war unheimlich. Mit einer geradezu frechen Arroganz sagte Shiana laut Ich werde Scheitern fragen, ob er uns auf sich reiten lässt. Dann erkletterte sie den Abhang der neben dem Wurm befindlichen Düne. Auf der Stelle hob sich das Maul, um ihre Bewegungen zu verfolgen. "Da bleiben", rief Shiana. Der Wurm hielt inne. Es sind nicht ihre Worte, mit denen sie ihn beherrscht, dachte Odrade. Es ist etwas anderes. Etwas anderes. "Mutter, kommt mit!", rief Shiana, indem sie Waff vor sich her gehorchte sie. Über den sandigen Abhang hinweg kletterten sie hinter Shiana her. Sandwogen rollten nieder, blieben neben dem wartenden Wurm liegen, füllten die Felspassage, vor ihnen schmiegte sich der spitz zulaufende Schwanz des Wurms über den Dünenkamm. Cheyana führte sie in einem langsamen Trott dem Gipfel entgegen. Dort packte sie den Führungssaum der gerillten Hautoberfläche und zog sich auf das Wüstenungeheuer hinauf. Udrade und Waff folgten ihr etwas langsamer. Die warme Außenhaut des Wurms fühlte sich für Udrade anorganisch an, als handle es sich um ein künstliches Erzeugnis der Ixianer. Xiana kletterte über den langen Rücken nach vorn und hockte sich gleich hinter dem Maul, wo sich dicke, breite Ringe nach außen wölbten, hin. Es geht so, sagte sie. Sie beugte sich vor, griff unter den Führungssaum eines Ringes und hob ihn leicht an, um Udrade das rosafarbene, empfindliche, weiche Fleisch zu zeigen, das darunter lag. Waff gehorchte ihr auf der Stelle. Aber Udrade bewegte sich mit großer Bedachtsamkeit und nahm Eindrücke auf. Die Ringoberfläche war hart wie Plaskret und mit winzigen Verkrustungen bedeckt. Ihre Finger überprüften das unter dem Führungssaum liegende weiche Fleisch. Es pulsierte schwach. Die sie umgebende Außenhaut hob und senkte sich, in einem kaum wahrnehmbaren Rhythmus. Bei jeder Bewegung vernahm Udrade ein leises Kratzen. Hinter ihr trat Shiana auf den Wurmrücken. Los, Scheitern sagte sie. Der Wurm zeigte keine Reaktion. Bitte scheitern, bettelte sie. Odrade hörte die Verzweiflung in der Stimme Shianas. Das Kind verließ sich absolut auf seinen Scheitern, aber Odrade wusste, dass es Shiana lediglich beim ersten Mal gestattet gewesen war, auf einem Wurm zu reiten. Sie kannte die ganze Geschichte, angefangen von ihrem selbstmörderischen Tun bis zur Verwirrung der Priester. Aber nichts davon gab ihr einen Hinweis auf das, was nun passieren würde. Ganz plötzlich setzte sich der Wurm in Bewegung. Er vollführte einen scharfen Knick, wandte sich nach links und umrundete die Felsenansammlung in einer engen Kehre. Dann entfernte er sich von Da Esbalat und hielt auf die offene Wüste zu. Wir gehen mit Gott! rief Waff aus. Der Klang seiner Stimme erschreckte Odrade. Welche Wildheit in ihr steckte! Sie konnte die Macht seines Glaubens nun erahnen. Von oben drang das Klatschen der Topterschwingen an ihre Ohren. Der Wind peitschte an Odrade vorbei. Er war voller Ozon und trug die heißen Gerüche des Höllenfeuers mit sich, die der über den Sand jagende Riese in seinem Innern erzeugte. Odrade warf einen Blick über die Schulter auf die Topter und dachte daran, wie leicht es dem Feind fallen würde, diesen Planeten von einem lästigen Kind, einer gleichermaßen lästigen, ehrwürdigen Mutter und einem gering geschätzten Tleilaxo zu befreien. All das konnte man mit einem Gewaltakt in der offenen Wüste bewerkstelligen. Dem Priesterklüngel traute sie eine solche Tat zu, aber dazu mussten sie hoffen, dass Odrades persönliche Beobachter zu langsam waren, um ein solches Unterfangen verhindern zu können. Würde die Neugier und die Angst sie zurückhalten? Odrade musste sich eingestehen, dass sie selbst ebenfalls äußerst neugierig war. Wohin wird dieses Ding uns bringen? Auf Keen bewegte es sich ganz gewiss nicht zu. Odrade hob den Kopf und schaute an Chiana vorbei. Am Horizont vor ihnen lag der verräterische, felsige Einschnitt aus herabgefallenen Steinen, der Ort, an dem der Tyrann von der Oberfläche seiner Traumbrücke herabgestürzt war. Der Platz, vor dem ihre Erinnerungen sie gewarnt hatten. Die abrupte Offenbarung verschloss Odrades Geist. Sie verstand die Warnung. Der Tyrann war an einem Ort gestorben, den er selbst ausgewählt hatte. Viele Tode hatten diesem Platz ihren Stempel aufgedrückt, aber seiner war der größte gewesen. Der Tyrann hatte seinen Weg mit Vorbedacht gewählt. Cheyana hatte ihrem Wurm nicht befohlen, sich dorthin zu begeben. Er brachte den Weg aufgrund einer eigenen Willensentscheidung hinter sich. Die magnetische Kraft des nicht endenden Tyrannentraums zog ihn an den Ort zurück, an dem der Traum begonnen hatte.